Lass uns jetzt mal hier noch was machen, bevor wir aufhören. Und zwar, was müssen wir machen? Ich weiß, was wir machen. Oder wollen wir uns das? Ah, ich weiß nicht so recht. Ich glaube, das geben wir uns für später auch. Aber wir machen mal das hier. Schnell. Oh nein, nochmal schnell, schnell, schnell. Ja, schnell, schnell. Hey, ich bin gleich down. Oh, nochmal. Ich muss mal wieder rein, wenn du, weil du mich raushaust. Ja, immer wenn ich getroffen werde, geht es automatisch weg. Und down. Nein. Das sind glaube ich die meist genutzten Worte bei dir, ey. Lass mal hier runtergehen. Mal gucken, was das hier kann. Ich weiß nicht, ob wir das schon gemacht haben, wahrscheinlich schon, aber. Oh, guck mal, hier unten. Oh, guck mal hier runter. Geil, Mann. Na, warte, ich will mein eigenes. Oh, die sind aber auch ganz schön fix, die Dinge. Ja. Yeah. Kommst mal ein bisschen ab, dass wir mehr nebeneinander sind. So. Seh dich gar nicht. So doch. Wave Racer. Ja. Könnt auch mal eine Runde machen, Wave Racer. Wave Race ist das nicht Racer. Wave Race 64. Cooles Spiel. Noch sehr anspruchsvoll mit dem Wellengang und allem. Ich glaube, hier müssen wir irgendwo mal hoch demnächst. Oh, ich glaube, wir kommen hier nicht hoch, oder? Ja. Ich glaube, wir gehen wieder auf Jetski. Ach, guck mal, ich habe sogar bunte Lichter. Ja, vielleicht kann ich es schubsen. Oh. Ich hab's gerade mit dem Dildo kaputt gehauen. Wo müssen wir denn genau hin? Hier irgendwo, ne? Ist ja schon. Ah, hier kommen wir hoch. Ja, genau. Ich stehe mal wieder hier. Ach so, lol. Geil, du hast das nächste Jetski kaputt gemacht. Ne, doch nicht. Ist sogar, ist ja, deswegen haben wir ja die Lichter wegen dem Polizei, weil das ja auch ein Poliz-Jetski ist. Komm, lass uns mir ins Wasser gehen. Dann können wir uns hier ans Ufer springen. Oh, ich fahre mal mit dem Jetski hoch. Warum heißt denn das Ding eigentlich Emu, das Auto? Ja, das hab ich schon auch ein paar Mal gesagt, dass das Ding Emu heißt, ey. Heißt der Geier, ey. Was ist denn das jetzt eigentlich für eine Mission? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist hier mehr Ringkämpfe oder sowas. Ich habe die nämlich noch nicht gehabt. Die haben wir jetzt erst seitdem wir das Spiel durchgespielt haben. Deswegen gehe ich davon aus, dass es ein neuer Ringkampf ist. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ah, danach muss ich, glaube ich, Schluss machen. Morgen arbeiten. Schon wieder so spät. Ich habe schwarzen Bildschirm. Verbindung zum Host wurde unterbrochen. Geil.
Aber Ja. warum? Schwarzen Bildschirm hier, schwarzen Bildschirm. Schwarzen Bildschirm. Also mit Saints Row Logo, aber schwarzen Bildschirm. Boah, 5%. Die Aufnahme läuft und da sind wir wieder, wir mussten gerade neu starten und weil mein Spiel abgestürzt ist und ja, jetzt geht's hier los, keine was ist Ahnung das was das denn? ist, ey. Ach du Scheiße, ich fliege durch die Ringe und töte Maskottchen, was? Alter Scheiße! Alter, ich blicke nicht mehr durch! Wie ich denn da durch? Keine Ahnung! Lol, ich fall runter. Ich check's nicht. Tammy Tolliver. Tammy, what does our contestant have to look forward to today? Thanks, fellas. Boah. Well, the leader of the Saints will have to skydive through floating rings for cash. Oh, ich wie check ich das nicht? Oh nein, wie fliegt man denn da? And rooftops are populated with Genki mascot teams looking to put a hurting on our contestant. Sounds like quite the. Müssen wir einmal nur auf diese Ballons hier oder was? Ne, auf diese. Komme ich wieder höher? Ach, Rechtsklick macht er irgendwie. Nee. Alter, lol. Ich bin jetzt im Ziel, aber ich habe halt nichts geschafft, ne? Oh, bin ich unten. Fliege ich ihn wieder? Ach so. Ah, wir hätten da landen sollen, ne? Und die Kühe töten. Oh, ich hab's verbockt, ich bin ja nicht da, ne? Fall halt mal nur runter. Ja, die Muggel gefällt mir ja. Wie hast du das gemacht mit dem Kettensäge in jemanden reinrammen? Aber ich kann jetzt nicht mehr fliegen, ich bin hier schon am Ziel, ne? Ich glaube, ich hab's verbockt. Ich kapier das nicht. Then an old lady clubbed him with her cane. Reminds me of my childhood. Well, this lady, oh, ja, ich starte mal neu, oder? Looks like a hipster in a Third Street Santa. Irgendwie, ich kann halt nichts mehr machen jetzt. Wow, guess our contestant has some fans down below, Bobby. That's right, Zach, and they're gonna have a lot more if this Genki Bowl lead holds up. Irgendwie, wenn man auf diese Ballons hier fällt, dann kickt's einen wieder nach oben. Ballons? Hallo? Ach, Kacke, ich hab's verbockt. Aber so richtig gerafft habe ich's auch noch nicht. Ja, war knapp. Aber saubere Landung habe ich bekommen. Fliege durch Ringe und töte Maskottchen, um mehr Bargeld zu verdienen. Wie fliegt man? Die Ringe, die waren noch oben. Ich bin halt gerade nach unten gefallen, irgendwie so freier Fall mäßig. Muss ein Bug gewesen sein. Bei mir war es wie ein Gleiter, weißt du, wie ein Barra-Gleiter. Fliege durch Ringe, geht das? Wie fliegst du denn? Ich einfach weh. And boy, it is a doozy. And here to give us the details is our very own Tammy Tolliver. Tammy, what does our contestant have to look forward to today? Thanks, fellas. Well, the leader of the Saints will have to skydive through floating rings for cash. Balloons are ethical or unethical, but either will help keep them in the air. And rooftops are populated with Genki mascot teams looking to put a hurting on our contestant. Sounds like quite the event. And what can you tell us about the panda suit our contestant is wearing? The panda suit allows the contestant to fly over faster than normal. Nee, nee. Hat das geklappt, das Fliegen? Ach, ja, super. So ein bisschen. Wenn die Kanone steigt, dann haut's dich hoch. Ah, cool. Alter, was ist das denn für eine Mission, Mann? Ah! Maskottchen töten! Würstchen töten! Würstchen, ey. Gibt's heute Currywurst zu essen? So, jetzt zieht er in eine Kanone rein. Dann geht's wieder nach abhauen. Oben! Das haben wir es schon geschafft? Ne, 9000 haben wir erst. Most of the shankings, however, appear to be over the flamethrower.
flamethrowers, which kept the balloons in the air. Yes, in fact, several people. Oh, lass nochmal machen. Schaffst du das jetzt oder? Nee, du bist auch nicht. Ja, aber jetzt weiß man ja ungefähr, wie es geht. Warum bist du jetzt runter? Ein bisschen schwierig zu steuern. Woran lag das jetzt, dass du jetzt das geklappt hat bei mir, das Fliegen? Ja, man muss halt W wirklich gedrückt halten. Das ist, ich habe gedacht, wenn ich W gedrückt halte, stürze ich mich eher nach unten. Ach so, ja, ja. Flugzeugmäßig, ne? Ja, noch zwei Dächer mehr mitnehmen. Das ist ja mal wieder eine neue Mission. Das ist ja mal cool. Ja, die ist definitiv cool. Hoffentlich kommt da noch ein paar. Welcome to the Sad Panda Sky Blazing! Professor Genki's own Sad Panda has created this all-new event just for Genki Bowl. And boys, it is a doozy! And here to give us the details is our very own Tammy Tolliver. Tammy, what does our contestant have to look forward to today? Wenn du zu tief bist, diese Ballons kicken dich wieder nach oben, ne? Ja. Skydive through floating rings for cash. Balloons are ethical or unethical, but either will help keep them in the air. And rooftops are populated with Genki mascot teams looking to put a hurtin' on our contestant. Sounds like quite the event. And what can you tell us about the panda suit our contestant is wearing? The panda suit. Oh nee, ich wollte doch noch gar nicht hoch. Ach scheiße. Nein! Oh, Gott sei Dank ist der Ballon. Oh nein. Wait a minute, Bobby, don't be ridiculous. Pandas can't actually fly. It's a metaphor, Zach. Ach so, du hast nur 40 Sekunden Zeit. Du musst dann wieder in die Luft, sonst ist auch wehgeschlagen. Nein, jetzt bin ich direkt in die Kanone reingefallen. Ach Mann. Ach, das war was. Ein schlechter Schwall bei mir. Ach scheiße, ich bin auch wieder am Ziel. Hacke! Müssen auch alle Tore mitnehmen. Tore bringen auch alle immer $15. Dann bin ich wieder am Ziel. Kacke. Alter, ist das blöd zu steuern. Also nicht blöd, halt schwierig zu steuern. Ja, man muss halt versuchen, diese Ballons anzufliegen, dass du wieder Höhe gewinnst. Ja. That's right, Zach, and they're gonna have a lot more if this Genki Bowl lead holds up. Oh, jetzt ist der so dumm vorbeigejumpt. Oh Mann, so viel hat gar nicht mehr gefehlt. Yes, Tammy. I'm being told several of the mascots are now leaving the rooftops. That's not going to make the professor happy. No, it won't. Genki may hunt them down personally. Maybe they decided leaping to the death. Auch noch mal Punkte, wenn du die Tora fliegst oder zählen die an dem Mega Stage. Doch nur einmal. Aber du siehst, vielleicht macht das auch Sinn, wenn wir nicht aufs gleiche Dach gehen, weißt du? Ja. Bam, das war doch mal eine Punktlandung. Naja, jetzt schaffen wir es im First Try. Vierter Versuch, First Try. Richtig. Könnte auch ein neuer Running Gag werden. Dieser Mauszeig ist da irritierend am Anfang, ey. Ja, welches Dach okay, machst du die Ringe? Ich versuche hier das linke, das oberste hier mitzunehmen. Okay, dann ich nehme das nächste dann. And here to give us the details is our very own Tammy Tolliver. Tammy, what does our contestant have to look forward to today? Thanks, fellas. Well, the leader of the Saints will have to... Oh, jetzt bin ich vor... Oh, Mann. Balloons are ethical. Steuert sich echt blöd. But either will help keep them in the air. And rooftops are populated with Genki mascot teams looking to put a hurt on our contestant. Ah, ich glaube, ich hab's versaut. Sounds like quite the event. Oh nein! Oh, du hast versaut, wo ich gelandet bin, ey. Lol, ey, wie, keine Chance mehr hochzukommen. Bin total scheiße. Ja, über die Ballons vielleicht.
Ah, es geht noch, geht noch, geht noch. Ja, es geht noch. Aber die Panda-Ballons dürfen wir, glaube ich, nicht mitnehmen. Die ziehen ab. Wir dürfen nur die Tiger-Ballons nehmen. Oh mein Gott. Wir sind hier noch ein Ballon. Der ist ja, müsste auch einer sein. Eine Scheiße. Aber hier ist keiner. Oh. Ich glaube, dann ist eine Sache erwischt, ich dann nicht mehr. Und du nennst dich Atem doch, hab ich. Lol, $2000. Aber unendlich Zeit haben wir. Also grundsätzlich. Ah, und die Ballons hast du nur einmal, ne? Ja. Alter, wie weit er drüber geflogen ist. Lol. Lol. Ja, ist egal. Landet irgendwo. Das war ja ein super Versuch. Reminds me of my childhood. Well, this lady. Oh, wait. Fuck yeah. Der war knapp. Ah, der war knapp. Ja, dann machen wir halt jetzt fünfter Versuch, first try. Oh Mann, dieses Laden. Hey, vielleicht kriegt man sogar durch die Tiger Luftballons Geld. Könnte das sein? Ja, aber die Ringe brauchen wir auch, ne? Oh ja, ich gebe $500, Mann. Oh, das ist aber mehr wie ein Ring. Ein Ring bringt 100. Okay, aber dafür kriegt man die besser. Ich sammle die hier mal ein bisschen, die Ballons. So, kehre in den Himmel zurück, bevor die Zeit abläuft. Jetzt habe ich das erst gelesen. Ja, jetzt gibt es nur noch $100, aber es ist immer noch mehr. Aber grundsätzlich ist schon ein verdammt geiler Auftrag. Hast du das eine Dach schon? Achso, da ist noch welche drauf. Okay. Da gehe ich dann drauf. Oh, jetzt habe ich das wieder nicht geschafft. Oh, jetzt hat mich das so weggebounced. Ach man. Ja, du Penner. Lol, der läuft weg. Geh halt rein. Hast du noch 5000? Wow. Sind nämlich schon am Ziel. Ah! Oh. Oh Gott sei Dank! Oh, es wird aber eng mit den Ballons, ne? Weil ich sehe ja keine Ballons mehr. That's not going to make the professor happy. No problem. Genki may hunt them down personally. Maybe they decided leaping to their deaths was better than waiting to be cut to shreds by our contestants. Oh, well, that solves the problem, I guess. Oh, Bonus Cash. Aber wenn man das Dach leer räumt, kriegt man extra Punkte. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich glaube, ich komme nicht mehr an den Dachrand. Das ist mein Problem gerade. Ich habe keinen Dings mehr. 8 Sekunden noch. Ja, ich weiß. Schade. Da ist kein Luftballon mehr. Das ist das Problem. Ah, oh, schade. Was ist denn bei dir schiefgelaufen? Bei mir lief es eigentlich ganz gut diesmal. Ja, ich wollte wieder dieses hohe Haus erwischen, aber das ist halt voll schwierig zu erwischen. So
blöd vorbeigeflogen, auf so einem Vordach gelandet und dann kann man ja da nicht wieder hochspringen. Ja, genau, ja, das ist ekelhaft. Wenn du das, wenn du das Hauptdach nicht triffst, hast du fast verloren. Also hast du eigentlich verloren. Aber ja, jetzt. Dann, sechster Versuch, first try. Welcome to the Sad Panda Sky Blazing! Professor Genki's own Sad Panda has created this all-new event just for Genki Bull. And boy, it is a doozy. And here to give us the details is our very own Tammy Tolliver. Tammy, what does our contestant have to look forward to today? Thanks, fellas. Well, the leader of the Saints will have to skydive through floating rings for cash. Balloons are ethical or unethical, but either will help keep them in the air. Ah, scheiße, ich hab einen Ballon getroffen. Oh nein. Teams looking to put a hurtin' on our fuck. Sounds like quite the event. And what can you tell us about the panda suit our contestant? Ah, scheiße, nein, ich hab's richtig verbockt. There's nothing more majestic than seeing a panda. Vielleicht geht's noch. Wait a minute, Bobby. Don't be ridiculous. Pandas can actually fly. I don't think it is. Come on. Now who's being ridiculous now? Ethical! Ich komm an die oberen Ballons nicht mehr hin. Ach scheiße. Ah, ich hab's verbockt. Lol, wo hat mich die Kanuten? Lol. Dort haben wir sie zeigen. Das affig. Jetzt eine Kanone gesprungen, die hat mich fast runtergekickt. Ach, ist das affig, Alter. Da hab ich ja gar keine Chance mehr hochzukommen. Ja, lass uns noch einmal versuchen und dann sonst wir es auch das nächste Mal so schießen, oder? Ich geh zum Ziel, das bringt nichts mehr für mich. Ist total schief gelaufen bei mir. Nicht viel Punkte gemacht. Ach, wenn man im Ziel landet, ne, direkt im Kreis, kriegt man auch nochmal extra Punkte. Wow, guess our contestant has some fans down below, Bobby. Echt? Oh, bei mir war noch ein Symbol zum Schluss. Und ich weiß nicht, wie viel es war. Es war nicht viel, aber halt, man hat halt noch Punkte bekommen dafür. Siebter Versuch, first try. Jetzt streng dich mal an, Robin. Ja, ich weiß, war echt scheiße, Mann. Welcome to the Sad Panda Sky Blazing! Professor Genki's own Sad Panda has created this all-new event just for Genki Bull. And boy, it is a doozy. And here to give us the details is our very own Tammy Tolliver. Tammy, what does our contestant have to look forward to today? Thanks, fellas. Well, the leader of the Saints will have to skydive through floating rings for cash. Balloons are ethical or unethical, but either will help keep them in the air. And rooftops are populated with Genki mascot teams looking to put a hurtin' on our contestant. Sounds like quite the event. And what can you tell us about the panda suit our contestant has won? The panda suit allows the contestant to fly forward faster than normal, keeping him up for a longer time. There's nothing more majestic than seeing a panda in flight. Wait a minute, Bobby. Don't be ridiculous. Pandas can't actually fly. Well, it's a metaphor, Zach. I don't think it is. Come on. Now, who's being ridiculous now? Ethical! That ethical balloon should help their cash. Ethical! Machst du das Dach leer? Jo, hab ich. Gut, ich nehme das auch eins, was du da neben dran hast, was sehr weit unten ist. Du kannst den Luftballon nehmen, wenn du willst. There's a lot of debris falling into the streets below, Bobby. Let's check now with Tammy Tolliver to get the crowd's reaction. Tammy, give it to us. Bobby, things down here are a combination of mass chaos and kleptomania. Most of the shankings are... Komm schon, ihr Bierflaschen. Komm her, ihr Flaschen. I imagine those are real crowd losers. Nein! Nein, nein, nicht die Kanone! Yes, in fact, several people are heading towards one now. Oh, a businessman just beat down a hobo with his briefcase. A sight not uncommon to these parts. Then an old lady clubbed him with her cane. Reminds me of my childhood. Well, this lady... Oh, wait! Looks like a hipster in a Third Street Saints hoodie just falcon punched her from behind. Wow, guess
Wir haben es geschafft. That's right, Zach, and they're gonna have a lot more if this Genki Bowl lead holds up. Ah, Vordach gelandet. Och nee, ey. Ja, wir haben es geschafft. Ja, ja, wir müssen noch zum Ziel. Zach and Bobby? Yes, Tammy. Bist du da oben? Ich bin jetzt schon am Ziel. Ich hab keinen Ballon mehr in der Nähe. Und dann lege ich mich nicht mehr ran. Da unten sind noch welche. Well, that solves the problem, I guess. Nee, das reicht nicht. Okay, ich komme auch ins Ziel. Auf einmal, guck mal, die ganze Zeit hier richtig scheiß gelaufen und jetzt so viele Punkte mehr, als wir gefreut hätten. Na, wir haben irgendwie... Du hast zwei Dächer geklärt, ne? Ne, ich hab nur eins geklärt. Ich hab halt die ganzen Flieger mitgenommen. Ich hab die zwei Ringe erwischt. Das ist Skill, hast du gehört? Hör doch mal auf. I'm excited to see what's next, Bobby. I hope it's a cooking event, because after this, all I can think about are delicious panda dogs. I am starving, Zach. Was denn du da kacken? Ja. Ich scheiß auf dich, oder was? Ja. You gonna clean that up. Trauriger Panda Himmelsfahrt, Diesel. Ja, war first try jetzt, ne? Ja. Super. Oh, guck mal, das Geld kriegt man direkt 18.465. Oh, war ja auch schwer genug. Trauriger Panda ist nur im Menü deines Handys zu finden. Oh, wie putzig. Du hast noch mehr von der Aktivität Trauriger Panda Himmelsfahrt freigeschaltet. Ach du Scheiße. Und es findet nie mehr ein Ende, dieses Spiel. Guck mal ganz kurz hier im Auftrag. Ne, jetzt haben wir das auch abgeschlossen. Gut, woher auch immer das kam. Kann es sein, dass das irgendwie durch Saints Row 4 reingepatcht wurde? Nee, oder? Keine Ahnung. Kann ich dir leider nicht sagen. Dann fahren wir mal hier nach Hause. Was ist denn das nächste Zuhause, was wir hier haben? Ach nee, 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 nee. Ach Quatsch. So. Wo sind wir denn hier? Mit welcher Insel? Hä? Siehst du, wo wir sind? Wir sind... Waypoint setzt, dann müsstest du ja den Ach, Startpunkt finden. Ich sehe es, ich sehe es. Wenn du einfach mal keine Symbole anzeigst, dann findest du Ach dich ganz so, schnell. Jetzt sehe ich es auch. Jo, dann haben wir ja hier noch voll viel kaufen. Wir können hier ein Domizil kaufen. Da fahren wir, lass uns doch da hinfahren. Rondinis Foodstock. Können wir das gleich kaufen und dann können wir das auch gleich in Nacht über verbringen. Ich glaube, da können wir nicht rein. Ach so, da unten meinst du. Stimmt, alles klar. Geil, oder die Lackierung? Geil. Oh, was hast du denn da angestellt? Dann. Warte, warte. Warte mal, da ist noch ein Dollarzeichen. Wenn ich jetzt wüsste, dass die Werbetafel gleichzeitig umschaltet, hätte ich gesagt, ist das unser Startschuss. Ach so, ja. Lass uns mal zu einer Ampel fahren. Vielleicht ist ja da vorne gleich eine Ampel. Da ist eine Ampel, oder? Ja. Und da ist auch rot. Ist bei dir auch rot? Gelb, jetzt ist rot. Jetzt ist grün bei mir. Hm, ah, jetzt ist rot. Okay, wenn der Lieferwagen da hinten... Lieferwagen? Wenn der Bullenwagen losfährt, na scheiße. Wenn der Pickup da hinten... Wenn der vor dem Pickup losfährt, okay? Okay. Ah, das war wohl jetzt nicht gleichzeitig. Scheiße, Mann. Was denn? Jetzt fahr halt! Leute, ey, der bremst dann, nur weil er kurz einen Frühstart gemacht hat. Na, ich glaube, du hast ein schnellere Auto. Oh. Du hast das brutalere Auto. Gut, deinem Auto geht's aber auch nicht mehr so doll. Nee, irgendwie nicht. Stell's mal wieder auf. Die Bullen gucken nur, ey. Jetzt könnte ich euch mal gebrauchen. Hier habt ihr das gesehen? Ihr Schweine. Guck, wieder war ich wieder fährt. Any other arseholes need put down?
could get out this line. Brennt er jetzt oder nicht? Nee. Oh, Gott sei Dank. Dann hier den Klamottenladen können wir noch mitnehmen. Und da ist sogar noch ein Paket irgendwo. Ist drin. Würde ich sagen. Oh, ich hab Kugel. Ich hab Kugel. Ah, ich hab gesehen, wie beim Präsentieren des Gebäudes mein Körper weggeflogen ist. So, hier muss irgendwo Dollar sein. Na, no, das ist bestimmt wieder auf dem Gebäude, ich schwör's dir. Geht's da rein? Nee, ne? Naja. In der Gasse. Nie und nimmer. Doch, doch. Lüger. Oh, abgedrängt hier. Na, hier ist gleich das nächste Gebäude, oder? Ach so, das ist unser Domizil schon. Unter der Brücke oder was? Ja. Da wo kleine assige Dicke hingehören. Was ist das hier? Was When das you denn? Work with your hands, you will never be rich, but you will never go hungry. Okay. 12.500. Was ist das denn für ein Domizil, Alter? Ach, guck mal, hier haben wir eine Anlegestelle. Heißt, wir haben auch Boote oder was? Oh, jetzt bin ich da rangegangen. Ja, was ist denn? Ah, cool. Oh, geil. Oh, jetzt wollte ich mal gucken, was wir für Boote haben. Kannst du da reingehen, oder? Ja. Ja, wir haben ein Jetski, wir haben eine große Yacht. Also so ein Polizeischiff-Ding. Und ein kleineres halt, ne? Ein Rennboot. Aber hier ist ein Center zu Hause. Ja. Aber hier ist gleich in der Nähe ist auch eins, ein richtiges. Hier, die Barmeter, Hauptquartier der Saints. Ist gleich um eine Ecke. Um eine Ecke. Um eine Ecke? Oma Lecke, nee, danke. Aber hier brauchen wir hier ein Schanzenmobil. Guck mal hier, der LKW. Der ist schon da geparkt, der will rüberfahren. Ich bin sicher, das klappt wunderbar. Lol, guck mal, die Passanten, die versuchen hier alle rüberzufahren. Lol, das muss ich mir mal angucken. Gerade zwei Autos hängen geblieben. Hä? Hier schon wieder. Lol. Warte, ich will auch gucken. Jetzt kommt gerade keiner mehr. Ah, hier, Motorrad. Achtung, Achtung! Scheiße, hab ich. Ja, hier. Lol. Wie behindert das ist, ey. Stürzen sich alle in den Tod. Runtergefallen? Nee. Aber da unten liegen ganz schön viele Autos, Mann. Und Passanten schwimmen da, die wundern sich, was ist denn hier los, Mann? Guck dir das mal an! Müssten jetzt die Baywatch-Leute noch vorbeikommen. David Hasselhoff müsste jetzt reinspringen und die retten. So, das war's. Komm, lassen wir jetzt mit dem LKW. Haben wir das da hinten? Guck mal hier, wir suchen es auch schon auf unserer Seite. Guck mal. Da kommen sie, die Lemminge. Guck mal, haben wir das da hinten schon mal gesehen? Pass auf, die Bullen schaffen es, die haben es geschafft. Das ist ausgestiegen und ist wütend. Hier, was ist das, ein Zombie? Alter, ach, hier fährt... das ist das Schiff von dem Militärfritzen, da hinten ist das Wrack. Ist kein Zombie. Der Flugzeugträger. Ja. Guck mal, das ist doch links und rechts in abgeknickt, ne? Naja, genau. Komm, lass uns mal zum Dings, wir müssen hier mal beenden jetzt. Guck mal hier, der ist vor lauter Frust ist der aus dem Auto ausgestiegen. Jetzt steigt er wieder ein und versucht es noch mal. Lol, ich hab ihn voll... Lol, hast du gesehen? Ja, der ist eingestiegen und dann Tür zugemacht und dann verreckt. Oh, hier, der probiert's nochmal. der ist abgestürzt, oder? Pass auf das Motorrad, pass auf das Motorrad, pass auf. Pass auf, der Motorradfahrer, der geht voll ab.
LOL, hast du das gesehen? Hast du den Motorradfahrer gesehen? Hey, wer beschießt mich hier schon wieder? Ja, die Bullen, die sind sauer. Die Wichser. Tatsache, die Bullen schaffen's. Guck mal hier, ich nehme jetzt mal einen LKW, da fahren wir jetzt so rüber. Wir wollen auch zum Domizil. Ja, eben, ist doch in die Richtung. Lol. Nee. Hast du das gesehen? Nicht? Ich hab doch hier einen Navi gesetzt. Nee. Die Richtung. Ach nee, hab ich nicht gesetzt. Ja, du hast recht. Ach, guck mal, hier ist so ein Fan. Ja. Ja, der wird mir angezeigt, aber ich sehe ihn gar nicht. Ja, der getötet schon. Ach, guck mal, das ist wirklich mal unser dummes Spiel. Was sie kaputt geschossen haben, die Penner. Mit Garage und so, fahr ich mal runter. Ach guck mal, hier ist dein geiles Auto, was du in die Garage stellen wolltest. Vielleicht müsstest du noch eins in der Garage haben. Hab ich ja schon so ein bisschen getuned. Ach, du hast schon heimlich getuned? Nee, haben wir doch selber, also mal probiert, zusammen. Da haben wir uns doch beide eins gemacht. Ja, nur so ein bisschen, da haben wir noch nicht viel gemacht. Also reingeschnuppert in der Garage. So, ich gehe jetzt hoch hier. Endlich wieder zu Hause. Ach scheiße, jetzt bin ich wieder auf Garage gegangen. Wenn ich die Tür aufmache. Vor allem, ich bin mit dir mitgefahren, so eine Sauerei. Ist, ernsthaft? Also du hast aber selber gedrückt, oder? Nein, habe ich nicht. Ja. Also was müssen wir jetzt nochmal machen? Bauchklatscher. Wie lange haben wir schon nicht mehr Bauchklatscher gemacht? Ah, ich weiß. Eine Weile her. Einen synchronen Bauchklatscher haben wir doch noch nie gemacht. Alles voll kaputt hier, ey. Ach Quatsch. Also unser Trainingsraum sieht nicht schön aus. Du musst ja auch nicht trainieren. So, komm mal raus hier jetzt. Wir stellen uns jetzt hier rechts und links nebeneinander und dann verabschieden wir uns und dann während des Runterfallens machen wir Bauchklatscher und dann mache ich Bartende. So, war wieder herzlich schön mit dem assigen, muskulösen, tätowierten, dicken, irgendwie so. Und ja, erster Bereich geklärt sozusagen. Zwei liegen noch vor uns. Das heißt noch locker zu tun. Genauer möchte ich es nicht beziffern, mehr wissen wir selber nicht, was da noch ist. Und jetzt machen wir hier einen schönen Anlauf, dann machen wir einen schönen Bauchklatscher. So. Bereit. Gut, dann sage ich bis dann, bye bye und tschüss. Los. Oh, ich hab keinen. Oh, das müssen wir jetzt nochmal machen. Wir müssen ja mit Sprint durch, nicht mit normal rennen, das bringt ja gar nichts. Nee. Wie schnell der Dicke rennen kann, ey, das gibt's ja gar nicht. So, nochmal. So. 3, 2, 1, los. Der rennt nicht! Ah doch, es ging. Okay. Na gut.